damit herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Heute möchte ich euch was zeigen, was ich gebaut habe, was durch einen Kommentar inspiriert habe, den ich unter einem anderen Video gesehen habe, nämlich die letzte Craft Attack Folge von Sparko Phoenix. Er wollte da aus einem Dispenser direkt einen Sandblock rauswerfen und da ist ihm aufgefallen, dass es nicht funktioniert. Und jemand hat in den Kommentaren geschrieben, das könnte man doch, wenn man das kann, so umsetzen mit Kommandoblöcken, dass es funktioniert. Und da habe ich dann gedacht, versuch's es mal. Und gleichzeitig, wie ihr hier sehen könnt, Minecraft 1.10 Pre-1. Also die 1.10 ist noch nicht lange in der Entwicklung und schon sind die ersten Vorversionen raus. Das kann nicht mehr lange dauern. Wundert mich sehr, weil das sonst immer ziemlich lange gedauert hat, aber gehen wir erstmal nochmal in meinen 1.9-Wert. Ich zeige euch das kurz. Soll ja nur ein kurzes Video werden. So, hier haben wir das auch schon. Normalerweise, wenn man hier drauf drückt, fällt einfach nur das Item raus, aber was passiert hier? Wir drücken und es kommt direkt ein richtiger Block raus. Mit anderen passiert das natürlich nicht, nur mit Sand. Die werden ganz normal rausgeworfen, so wie das normalerweise ist mit Items, auch wenn es Blöcke sind. So, und wie funktioniert das Ganze? Relativ simpel, wenn wir hier den Knopf drücken, um hier den Dispenser zu bepowern, dass er das rauswirft, geht gleichzeitig auch ein Signal hier runter zu den drei Kommandoblöcken. Der untere hier ist ein wiederholender Befehlsblock. So, der fügt ein Tag hinzu, nämlich bei einem Item, was sich hier an diesen bestimmten Koordinaten befindet. Das ist der Ausgang vorne an dem Dispenser und der fügt den Tag hinzu isSand, und zwar einem Item, was halt vom Typ Sand ist. Was im gleichen Tick dann danach passiert, weil diese ja hier verkettet sind, ist, dass bei diesem Item, das diesen Tag hat, erstmal ein fallendes Sandobjekt erzeugt wird, also der fallende Sand als Objekt, Time 1, damit der auch wirklich gerade fällt. Bei Time 0, was Standard ist, würde sich das nämlich sofort wieder zerstören, sozusagen. Also der Sandblock würde sofort wieder verschwinden. Das funktioniert nur, wenn ein richtiger Block vorher vorhanden ist. Und danach, hier nochmal der gleiche Execute-Befehl, tötet sich auch dieses Item. Und weil das alles in einem Tick passiert, und zwar in der Reihenfolge, passiert es nicht, dass zwei Sandblöcke gleichzeitig spawnen. Also, nochmal, gehen wir das mal ganz langsam durch. Ich drücke, das Item kommt raus, wird von dem Kommandoblock erkannt und der wird auch nur überpowert, während hier das Item gerade rauskommt. Erkennt es, fügt den Tag hinzu, erzeugt den Sand und zerstört sich selber. Und jetzt sieht es so aus, als würde hier einfach der Sand vorne erzeugt werden. So wie das mit Wasserblöcken ist, wenn man sie hier in einen Dispenser reinlegt. Und das ist vollkommen egal, ob es ein Dispenser ist, also ein Werfer, ne, ein Schießer, deutsche Übersetzung, gute Frage. Das ist ein Werfer, genau. Und der Spender wirft ja alle Items, egal von welchem Typ sie sind, also er würde auch einen Wassereimer werfen. Das ist hier relativ egal. Hauptsache ist, dass hier ein Item fällt. Wenn wir hier den Sandblock einfach so runterwerfen, passiert natürlich nichts, weil hier der Kommandoblock normalerweise kein Signal kriegt, solange man hier nicht drückt. Wenn ich hier aber so den Redstone-Block daneben setze, dann wird auch Sand erzeugt. Aber so ist das natürlich nicht. Also mit diesen drei kleinen Kommandoblöcken kann man die Funktion hinzufügen, dass ein Dispenser oder der Spender auch direkt einen richtigen Block setzen kann, der dann auch runterfällt. So, und das war's auch schon von diesem kleinen Video. Eigentlich hatte ich ja versprochen, dass als nächstes ein Video kommt über ein Lagersystem mit Kommandoblöcken. Damit bin ich aber noch nicht ganz fertig, weil das ein bisschen komplizierter ist als erwartet. Und wer mich abonniert hat und immer in der Abo-Box dann guckt, der weiß, dass ich die Videos immer viel zu spät mache. Das ist nämlich das Video für Mai. So. Aber ich mache diesen Monat mehrere Videos.
Keine Sorge. Dann danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben dalassen. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen nach runter mit Begründung in den Kommentaren oder irgendwelche Ideen, was ich noch machen kann. Dann wär's das und tschüss.